Tja, wir Schweizer, wir sind schnell. 15 knackige Minuten habe ich gekriegt und ich werde ein bisschen aufholen von dem, was wir jetzt schon gehabt haben. Ich bringe euch nicht eine Sache, wie die meisten hier, sondern ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben. Ich habe ja schon ein bisschen was hinter mir. Wer bin ich? Ich bin 55 Jahre jung, gefühlte 40, das denke ich, sieht man, und ich bin schwul. Bekenne mich dazu. Und daher komme ich auch zum ersten Thema. Was treibt mich? Ich bin eine vertrauenswürdige Person. Ich stehe für Motivation und Inspiration. Ich mache alles, was ich mache, aus Leidenschaft, aus innerer Liebe und mit voller Überzeugung und denke, dass es wichtig ist, inspirieren zu können. Nicht nur selber inspiriert zu werden, sondern auch inspirieren zu können. Das mit dem Schwul habe ich extra gebracht, denn eines meiner Themen, mit dem ich auch starten möchte, ist die soziale Ungerechtigkeit. Ich komme aus einem Proletarierhaus, habe nicht studieren dürfen auf dem normalen Weg, wie das normal wäre oder schön wäre. Ich bin, wie gesagt, schwul und habe natürlich dadurch in meiner Zeit noch einiges erfahren müssen. Es war eine Krankheit, gesetzlich. Man konnte sich nicht öffnen dazu. Ich weiß gut, ich habe für einen Weltkonzern ein Bewerbungsgespräch gehabt. Ich habe eine tolle Lederjeans angehabt und ich hatte super Zeugnisse dabei und man hat mich genommen. Aber der Chef kam und hat gesagt, wenn Sie dann morgen anfangen bei uns, bitte in normaler Hose, weil bei uns tragen nur schwule Lederhosen. Da wusste ich schon, was geläutet hat. So ging das weiter. Ich musste mir eine Freundin zulegen, die mich an Anlässe begleitete. Mit ihr konnte ich super gut tanzen, war traumhaft schön. Sie war charmant, intelligent, nur da lief nichts. Und ich wollte auch von den anderen nichts. Als ich dann international unterwegs war, wurde ich der jüngste Direktor mit 18 in Hongkong für diese Weltfirma. Musste ich mit Einkäufen versuchen, Budgets zu erfüllen. Ich habe Kollektionen kreiert, habe die Kommissionsmitglieder mitgenommen, musste am Abend auch entertainen. Und leider war es so, dass alle Männer immer sagten, du weißt schon, wir möchten ins Frauenmilieu. So habe ich einen gehabt und diese Anekdote möchte ich schnell erzählen, der immer in Düsseldorf eingestiegen ist, sich von seiner Frau und den drei Kindern verabschiedet hat. Und kaum waren wir im Flugzeug, hat er mir sein Budget gegeben und gesagt, die ersten zwei Tage bin ich in Bangkok nicht dabei, du schreibst. Ja, ich habe die Aufträge geschrieben. Irgendwann war es mir zu blöd. Ich bin zu meinem Chef und habe gesagt, ich quittiere oder ich gehe alleine auf Reise, ich mache die Budgets für alle selber. Ich kann das besser, ich beweise es. Es gab lange Diskussionen, die Kommissionen wurden gestrichen, ich habe die Reise alleine gemacht. Aber irgendwo im Kopf wollte ich mich noch rächen. Und ich habe mit diesem Einkäufer noch eine Tour nach Italien gemacht. Ich war in Mailand. In Mailand hat er mich gefragt und gesagt, kennst du nicht diese Straße, diese berühmte? Du weißt schon, da wo die Frauen stehen? Natürlich kenne ich die. Wer kennt nicht Viale Certosa? Aber ich habe ihn nicht dorthin gebracht. Ich ging an die Viale Zara. Da waren auch wunderschöne Damen. Ich bin nach Hause ins Hotel. Am anderen Morgen haben wir uns zum Frühstück getroffen. Er saß geknickt da und hatte einen Kater. Er hat gesagt, und, wie war's? Sag, ach, ich darf nicht drüber reden. Aber ich habe ein bisschen viel getrunken. Gestern Abend, die war so schön. Aber heute Morgen war es ein Mann. Damit nur die kurze Anekdote, wie ich mich rächen konnte und eigentlich mein Schwulsein das erste Mal gelebt habe, indem ich irgendwann gesagt habe, so keine Freundin mehr, die zeigen muss, dass ich auch in der Männerliga bin. Ich stehe dazu, denn ich brauche keine Freunde. Ich habe Familie und ich habe ein paar gute Freunde und das reicht. Also wer ein Problem hat mit Schwul, ist sein Problem, nicht mehr meins.
immer die Persönlichkeit ist wichtig zu wahren. Das Zweite, was für mich wichtig war, aus dem zu erlernen, dass nur die Fähigkeiten und das, was gut ist und das, was man auch als Resultat vorweisen kann, einem weiterbringt. Und das habe ich sicher gekonnt, rübergebracht, auch wenn es manchmal halt schwierig war, denn wie gesagt, wenn man schwul ist, wird man noch heute in gewissen Ländern schief angeschaut. Ich bin in Russland unterwegs, ich bin in Indien unterwegs, geschweige von anderen Ländern, da wird das alles nach wie vor noch nicht akzeptiert. Also man muss rechtlich gesehen ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin heute verheiratet und glücklich mit einem Mann, aber ich stehe dazu. Und die Länder, die es nicht erlauben, dürfen auch durch meinen Pass und alles nichts machen. Aber es ist schwer manchmal da, sich zu behaupten. Ging jetzt ein bisschen schnell. Die Naivität bringe ich zuerst, denn die Naivität führt mich nachher auch zum Zweifel. Naivität ist etwas, wo Schmarotzer hauptsächlich bei einem profitieren. Man nimmt, man bekommt und hat einen Nutzen. Das habe ich immer wieder und das habe ich auch heute noch in meinem Alter. Ich glaube ans Gute und wenn man an das Gute glaubt, dann darf man nicht zurückschauen, sondern muss nach vorne schauen. Überall, wo ich einen Fehler hatte oder einen Fuck-up und von denen hatte ich Tausende, habe ich immer versucht, das in mir wieder in Frage zu stellen, was falsch war und die Lehre daraus zu ziehen, in die nächste Ebene zu kommen. Denn wenn ich monoton erfolgreich bin, dann kann ich nicht weiterkommen und mich nicht entwickeln. Ich bleibe mir nur treu, wenn ich mich verändere. Also muss ich mich auch hinterfragen. Und diese Naivität, die habe ich auch heute noch ein bisschen weniger als vor einigen Jahren. Aber sie ist heute noch gegeben, denn wenn jemand wirklich nett und offen mit einem redet, dann glaube ich, das ist das Erste, was man macht. Was ich aber gelernt habe daraus, aus der Naivität, ist, hinterfrage es. Und vielleicht zu dem vorletzten Speaker, heute, auch ich habe diese Probleme noch und komme noch dazu mit Firmen, wo man drauflegt, aber heute mache ich eine Due Diligence und lasse mir das Zeugs richtig zeigen. Aber auch heute falle ich in gewissen Dingen immer noch drauf rein. Zweifel steht über Leid. Wenn man diese Fehler macht, wenn man fällt, obwohl man gut ist, obwohl man denkt, man ist intelligent und man kann es, man zweifelt an sich. Und ich zweifle manchmal jede Woche an mir, aber versuche dann eigentlich das Positive zu nehmen und zu sagen, da gibt es irgendwo hier oben, gibt es jemanden, der schaut über uns. Und wäre meine Mission schon erledigt, dann wäre ich nicht mehr hier. Also bin ich wieder gestärkt und gehe vorwärts. Aus dem Alten lernen, ins Neue gehen und wünsche dir auf, Männchen, weitergehen. Das ist so grundsätzlich die Philosophie, die ich trage und die mich prägt. Und jetzt habe ich halt leider auch Dinge, die nicht so sind. Ich war im World Trade Center, als das passierte. Mit 3 Mitarbeitern von mir. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass ich nach Taipei fliegen muss. Ich habe mit ihnen gesprochen, sie gefragt, ob das in Ordnung ist. Ich war auf dem Flughafen, als das passierte und sie erleben ließ. Wir waren im Duty-Free-Business unterwegs. Wir haben die Marken Hugo Boss, Porsche Design und andere eingeführt. Waren sehr erfolgreich. Die Operators, all diese Läden an den Flughäfen, haben die ganze Ware zurückgegeben. Ich habe eine 7-stellige Zahl, die mir angelastet wurde. Aus Stolz und für meine Mitarbeiter habe ich keinen Konkurs akzeptiert, keine Insolvenz. Bis auf den letzten Rappen habe ich bis vor 3 Jahren alles zurückbezahlt. Und ich weiß, von was ich hier rede. Bis vor 5 Jahren habe ich mit keinem Menschen über das Thema 9/11 sprechen können. Ich bin heute noch in Organisationen in New York, wo ich selber an den Tagen teilnehme und versuche, in einer Foundation Positives zu erwirken. Es war für mich mein schrecklichstes Fuck-up.
weil Emotionen hochkommen. Heute noch, wenn ich das sehe und wenn ich darüber berichte. Das Business ist eines, aber das Leben von Leuten ist das zweite. Es ist für mich ein härter Schlag gewesen und trotzdem versuchte ich weiterzumachen und man lernt auch aus solchen negativen Impacts das Positive mitzunehmen. Ein zweites, Banken. Hierzu möchte ich einfach mal schnell was ablaufen lassen. Die einen oder anderen kennen das vielleicht. Pay up, Mortimer, I've won the bet. Here, $1. A wager, okay. Perfectly useless psychopath like Valentine and turned him into a successful executive. During the same time, we turned an honest, hard-working man into a violently deranged would-be killer. Now, what are we going to do about taking Winthrop back and returning Valentine to the ghetto? I don't want Winthrop back after what he's done. You mean keep Valentine on as managing director? Do you really believe I would have a nigger run our family business, Randolph? Of course not. Das vielleicht eine Story zu Banken auf die Art, die auch lustig ist, aber zeigt, wie Banken umgehen können oder die Leute, die in Banken sind. Ich bin als Sanierer unterwegs für verschiedene Firmen. Ich arbeite für Weltkonzerne heute, mache strategische Turnarounds und hatte vor 5 Jahren eine Anfrage einer Familie, die in Problemen war, ob ich nicht ihre Firma saniere. Ich habe mir das 2 Monate angeschaut und Due Diligence gemacht, eine Strategie und habe gesehen, ja, da gibt es keine Möglichkeit, außer die Banken würden mit einem Überbrückungskredit mithelfen. Dies wurde auch angefragt, die Quintessenz daraus, die Banken haben gesagt, guter Mann, wir glauben an Sie. Die Familie muss raus, Sie werden Geschäftsführer, Sie übernehmen, wir geben das Geld. Wollte ich nicht, denn ich bin ja nicht einer, der die Geschäftsleitung machen will. Schlussendlich, auf vieles Fragen der Familie und der Banken, habe ich eingewilligt. Es ist ein Unternehmen mit über 100 Läden in Europa. Ich habe mich als Geschäftsführer in jedem Land eintragen lassen. Die Banken haben die ersten 6 Monate keinen Rappen bezahlt. Damit war ich gefordert und schlussendlich musste ich Insolvenz für sämtliche Länder und über 100 Geschäfte mit 3.500 Mitarbeitern einläuten. Ich habe heute noch einige Länder, die ich am Abwickeln bin, auf meine Kosten, ich berappe es, es wird mir nichts bezahlt, aber als Geschäftsführer hat man halt die Verantwortung. Das einfach zu Banken, was lerne ich daraus, das möchte ich auch mitgeben. Ich versuche, wie ein Schweizer halt ein bisschen gepolt ist, eher etwas auf die Seite zu legen, bevor ich es kaufe oder etwas investiere, um mich zu sichern. Heute bin ich quasi 100% bankenunabhängig. Ich kann mir leisten, das, was ich will und das machen, was ich will und weiß, ich habe das Geld auf der Seite. Diese Story hier hinten, abhängig zu sein von Banken, die etwas zusagen, aber es nicht machen, brauche ich nicht mehr. Das sollte auch für Sie wichtig sein, wenn Sie als Startup oder Jungunternehmen etwas vorhaben. Bevor Sie einfach mit Banken verhandeln, legen Sie sich etwas auf die Seite. Es muss nicht viel sein, aber fangen Sie an, zuerst irgendetwas auf die Seite zu legen und dann können Sie weitermachen. Tja, das sind für mich so die wichtigsten Dinge gewesen in meinem Leben. Natürlich könnte ich noch mehr erzählen, aber ich möchte die 15 Minuten natürlich auch nicht sprengen. Was ich daraus lerne, ist Profil- und Persönlichkeitsstärkung. Wie eingangs schon von Moritz gesagt, hätte ich diese Failures nicht gehabt, diese Fuck-Ups, dann würde ich heute nicht hier stehen und wäre nicht das, was ich bin. Ich stehe gerade für das, was ich verantworte und mache. Ich bin einer, der wahrscheinlich 100% hinter seinen Mitarbeitern steht, wie kein anderer. Und ich schütze auch alle,
Denn ich möchte, dass jeder eigentlich gefordert und gefördert wird, aber niemanden bloßstellen. Und das ist wichtig, wenn man im eigenen Leben Verantwortung übernimmt, dann kann man es auch zum positiven Ergebnis bringen, egal was einem widerfahren ist. Das zu meiner Person, zu dem, was ich zu sagen habe, und ich denke, es ist eine gute Plattform. Moritz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es super, schön, dass so viele hier waren, und wenn jetzt noch Fragen sind, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Meine Lebensweisheit, die gebe ich Ihnen kostenlos mit. Schmerz? Ja, sofort. Ich weiß, es tönt nicht sehr interessant. Überlegen Sie es sich gut. Die drei Worte kann man sich merken. Schmerz? Ja, sofort. Pain? Yes, immediately.